coconut. Oh, oh, coconut. Hey. Coconut. Oh, oh, coconut. Ja Leute, ich stehe hier komplett in der Pampa jetzt. Da ist ein Schild. Muhomukululu Primary School. Und so sieht Afrika aus, ein riesengroßes Ding. Und irgendwo hier in der Pampa müsste gleich der Sascha Fischer kommen. Aber irgendwie weiß ich, wo ist er, der Sascha? Weil ich habe das Wasser am Motorrad. Okay, also so, ihr lieben Oktaner, das wäre dann mal Afrika, ja? Und wir wissen auch gar nicht genau, wo wir sind. Wahnsinn! Der Wahnsinn! Vielleicht fahren wir da lang oder hier runter. Aber wo ist Sascha? Da kommt er! Viel YouTube guckt, Streetfood und sowas, da gibt es ja den Typ I Travel for Food. Mark Wiens heißt der. Der war ja auch in Kenia und der war auch hier, die Pingonyama Center. Und da sind wir jetzt. Sascha Fischer und der Heino. Und jetzt marschieren wir da rein, gehen was essen. Das ist wieder, ja, was sagt der immer? It's awesome, ja? Awesome. Dabei Leute, also wir sind jetzt hier in dem Originalladen. Awesome, awesome. Hier ist es dreckig ohne Ende. Es gibt hier keine Toilette. Ja, so. Aber das ist gute Musik. Asoziale Musik. Hier sitzen mehr Fliegen auf dem Tisch, ja, wie ich überhaupt jemals in meinem Leben gesehen habe. Und am Boden, ich will da jetzt nicht drauf filmen. So, ich muss jetzt hier so ein bisschen um Sascha filmen. Da steht der Koch. Seht ihr? Und da brennt er auch seine Spieße. Genau so, wie ihr das auf YouTube gesehen habt. Und der Mann bereitet das vor und das ist die nette Frau, die uns hilft. Asante. You see? Da. That's how he makes it. World famous. Die Pingonyama Center. So. Da hinten die Frau, die schneidet die Gemüse. Und hinter mir jetzt da hinten, da seht ihr jetzt. Achtung. Ja, da seht ihr jetzt da hinten, glaube ich, hinter mir. Sieht man den Opa?
Ja. Sieht man den Opa, der sitzt dann da, dann ist der Opa hier, der zählt dann immer, was abgerechnet wird, okay? So, da sind wir hier. Es gibt hier, ich mache mal einen Rundumblick. Gibt kein Scheißhaus hier. Es gibt ein Scheißhaus hinten um die Ecke rum, das ist aber der Wahnsinn. Ja? Und da oben seht ihr an der Decke, ja, da tropft der Teer nur so runter, ne? Das ist so. Und jetzt machen die uns einen Tomaten, gemischten Tomaten-Zwiebelsalat. Awesome! Mmm, mmm! Machen wir mal. Und dann haben wir jeder 10 Spieße bestellt. Die ziehen wir uns aber gleich auf Kamera, ziehen wir uns hier rein, dann ist das awesome! Oh. Oh, that meat is so good. Ja, Leute, Reality Check. Ja. Street Food Live Kenia. Also sieht ja schon mal echt geil aus. Muss sie fliegen, muss sie einfach wegdenken. Jetzt muss sie den Mund ganz weit aufmachen. Und schnell rein, ne? Reinstecken, dann sagst du, awesome. Aber erstmal ganz im Ernst, das ist scheiße geil. Ja. Ja gut, der Platz ist hier wirklich tatsächlich Asante Sana. And you drop two is a deal. Die Angalea am Billy. Asante. Ja Leute, so ist das jetzt. Das hier unsere Platte. Das hier, das sind Fahrradspeichen. Seht ihr? Früher waren da mal mehr Fleischstücke drauf. Das sind weniger geworden, das muss man so sagen. Früher waren die mal voll. Trotzdem ist der Platz hier sehr legendär. Jetzt sind wir natürlich auch weiß. Deswegen sind da auch weniger Fleischstücke drauf. Normalerweise sind die voll. Das ist hier so eine Chili-Soße. Asante. Auch bekannt für hier. Ich kann Deutsch. Hm? Ja. Naja, und deswegen lassen wir uns jetzt hier mal gut schmecken. Awesome. Also, wir sehen uns dann später nochmal auf der Heimreise. Ja, so, da waren wir jetzt, haben wir gut gemacht. Wie hat es dir geschmeckt? Das war awesome. Ja, also so mit YouTube hat nichts zu tun gehabt. Hier steht noch der Dorfdepp, der ist am Betteln. So, I'm suffering from epilepsy and God will bless you for 50 Bob. Help this boy, but you have to give 50 Bob. Yes, boy. But it's okay, thank you. Okay. So, ihr Lieben, jetzt haben wir hier mal so eine typische Tiefsandsituation. Ich bin schon durch. Da kommt der Sascha. Du musst jetzt irgendwas machen. Was? Du musst jetzt irgendwas machen, was Homer Simpson-mäßig ist vor der Kamera. Juhu! Ja, sowas. Yes! Und du siehst eigentlich mit einem auch nicht schlecht aus. Ah, meinst du? Mhm. Juhu! Juhu! Yes! Abari Buona. This before and after. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir nicht bei Mark Wiens Street Food Kenia, jetzt sind wir im richtigen Leben hier. Und das ist unser Freund Raphael. Jambo. Sag mal Hallo zu den Deutschen hier. Hallo, geht es euch? Karibu nach Kenia.
Tribuna Kenia. Der Raphael, der kommt aus Deutschland und Kenia gleichzeitig. Mhm. Was bist du denn mehr, Kenia oder Deutsch? Kenia mehr. Ja, liebst du auch, ja? Ja. Jetzt zeige ich mal gerade dein Auto, ne? Affengeiler Subaru, Boy Racer. Ja, typisch aus Kenia. Guck mal, wie geil. Ist auch echt. Er hat wirklich ein Turbo. Und hat nicht viel Geld gekostet. Raphael ist in Kenia geboren und einfach hier geblieben, als die Mutter wieder zurückgegangen ist. So. Hat er halt eben Preiswert so gut gebaut, wie er konnte. Und da hinten unser Freund Sascha, der Koch. Der will ja wissen, wie es in Kenia zugeht. Aber wenn der Raphael hier ist, dann ist das Essen nicht in Ordnung, oder? Ja. Wahrscheinlich sehr lecker. Ja, sehr lecker. Jambo. Ja, guck mal Leute, hier sieht das aber schon ganz anders aus. Wo ist der Tommy? Ja, also, hier sitzen wir jetzt mit dem Tommy und mit dem Sascha und essen richtig authentisch. Das ist Fisch. Yes. Und Chili. Hier ist Chapatis. Ja. So. Und hier oben ist das Menü. Da könnt ihr haben, weiß der Geier, was für Getränke. Ihr müsst die Preise, könnt ihr ungefähr 1 zu 100 umrechnen. Ich weiß nicht, ob man lesen kann, was da steht. So, einschließlich Magen gibt es hier und weiß der Teufel. So, total lecker. Hier ist die Atmosphäre so. Da hinten ist die Küche, da darf man nicht reingucken. Und so läuft. Ja, und hier sind jetzt unsere authentischen Chapati. Achtung. Traditionelles kenianisches Brot, ja, ja. Wird überall schon gegessen. Mmh. Kenne ich noch nicht. Guck ich mal. Mmh, delicious. That's really good. No, it's awesome. So awesome. The richness of the flavors. Mm, look here, we have fish. Mad lemon. And the kebabs. Kebab. Kebab. We don't have. We don't have. Should I add this? Yeah, four more. Oh, four more. So dann nehmen wir hier Samosa, Fleischsamosa. Bitte probieren wir, ob das awesome ist. Gucken wir mal. Achtung. Ja. Oh, habt ihr gesehen, wie das gespritzt hat? Oh. Mm, awesome. Oh. Awesome. Really? Wait. The richness of the flavor. Beans. Oh. Beans. Mm, beans. You must try it. You must try it. Only in Kenya. Awesome! Look, we are on the main road here. Yeah. And we are driving. It was nice, you know. Very yeah. Good fun, and we made it all the way out of the bush. Yeah. So now he decides to stand up and put his arms like an eagle, you know. Yeah. In front of the Kikambala police station. They were on the road stopping the buses, and he comes like, I was shouting from behind, idiot, 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 but he couldn't hear me. Nothing happens. Seriously, what you're smoking bring for me. Okay. Ja, also Leute, Street Food Kenia authentisch. Wir hatten jetzt Chapatis, diese Fladen. Wie viel Stück? Fünf. Teller Bohnen, Fisch, 8 von den Fleischdingern, Samosas, was noch? Teller Zitronen. 5 Getränke. Und haben jetzt bezahlt 6,50 € umgerechnet. Street Food Kenia. Ja. In diesem wunderschönen Café. Ja Leute, hier sind wir über den Dächern von Mombasa mit dem Sascha Fischer. So, zu eurer Orientierung. Da hinten ist Mombasa, der Hafen. Ja, da ganz weit da hinten wohnen wir.
Hier unten ist Bombolulu, Bamburi, da hinten ist der Ozean. Ja, und dann seht ihr hier diese Brachflächen vor uns. Da war ich gerade mit dem Sascha schon auf dem Weg hierhin. Diese Tausenden von Hütten. Das sind insgesamt 4.800 Hütten. Ja, und da sind wir mit unserem iPod-Projekt halt eben aktiv, in dem Slum. Da kann man jetzt so touristisch, da kann man jetzt kein Sightseeing machen, wie ihr das auf YouTube so seht. Das ist ja alles schon ein bisschen derber. Der Sascha und ich, wir sind auch gerade irgendwo durchgekommen, da wollten wir ja nicht sein, der Sascha. Voll im Dorf, voll so eine Polizeiaktion im Slum. Und die drängelten sich gerade so vor der Tür, als wir davor standen. Aber egal, hier. Das ist das wunderschöne Afrika für euch. Stellvertretend hier für euch alle. Guckt euch das an. So geil ist Afrika. Komm mal rauf, Sascha. Da seht ihr jetzt, es ist Ebbe im Moment, also die Mangroven liegen trocken, nachher käme da Wasser rein. Das da hinten ist jetzt schon wieder nach Mombasa raus, also genau da hinten ist der Flugplatz. Ja, so sieht es hier aus. Ne? Da vorne ist auch ein Gemüsegarten. Da unten ist ein Gemüsegarten mit Damm. Aber du siehst schon, es sind nicht viele. Ne? Also wenn man ganz ehrlich ist, ist hier Steppe. Ja, ne? Ein bisschen geht ja was hier. Wenn man es macht, das ist ja, guck mal, das da unten, Leute, das ist Farming 4.0. Ja? So sieht Farming 4.0 aus. Teich angelegt, verstehst du? Bewässerung sichergestellt und dann vor allen Dingen Urbarmachung. Was man hier als allererstes immer machen muss, ist Kompost. Wir stehen hier auf toter Erde, verbrannte Erde. Ne? Hier wachsen nur Dornbüsche und so Savannengewächse. Keine Nahrungsmittel. Die Leute meinen dann immer, boah, Afrika, jetzt haben wir auch gerade mal bewölktes Wetter, so ist alles ein bisschen grünlich. Aber hier aus der Nähe betrachtet, guck mal, wo der Sascha da drauf steht, das ist ein schlicht und ergreifend verbrannte Erde. Wie Ton. Nicht mehr und nicht weniger. Nee, ist es nicht. Okay, Leute, durchgeschlagen bis auf die andere Seite von der Insel. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Ich kann mich mal im Kreis drehen. 360. Sieht überall gleich aus, ne? Überall gleich schön, ja. Überall gleich schön, ja. Riebe Boys High School. Übrigens jede Menge Development für Schule, Education und so weiter da drinnen, ne? Da ist richtig was los. Jambo! Du sollst nicht fahren und telefonieren. Come on.
Leute, mir ist gerade der Sprit ausgegangen. What is this place called here? Kaoyeni. Kaoyeni. Und hier seht ihr, jetzt wird der Sprit abgemessen. Arresting place. Arresting place? Yes, Kaoyeni. Ni wapi nyama? You have nyama choma hapa? Nyama choma, it is there. Fried kuku. Yeah? Fried kuku, yes. Nataka? It is there. Okay. So to your alles mit Eichstrichen, ne? Lass du gar nicht. Tankstelle im Busch. Gut, das geht so. Also auf der Suche nach Streetfood irgendwo im Mittel von Nowhere. Mit Dorfhund. Der sieht aber schon richtig fertig aus, der Kollege. Ja, und hier sind wir jetzt also im Restaurant. Can we have 4 pieces of chicken? Okay. From this nice lady here. Jambo Jambo. Also hier ist die Kneipe. So, Sascha, wie ist dein Eindruck? Streetfood vorgestellt. Genau Streetfood. Das ultimative Streetfood, ja? Ja, absolut. Okay, ja, das haben wir dann. Darf sich aber nicht an der Wand anlehnen, dann fällt die um. Ne? Ja, so ist das, Leute. Hier sind wir jetzt im Original. So eine Lehmhütte. Könnte ich euch jetzt mal einen Vortrag halten über die Lehmbauweise Afrikas. Und jetzt gibt es was zu essen. Und die Menschen sind sehr freundlich. Absolut. Everyone is happy. And very nice children they got. Also Leute, hier ist jetzt unser Huhn angekommen. Schmeckt gut, ne? Mama awesome. Awesome. Machen wir mal. Okay, wenn wir uns gleich awesome in die Hose scheißen, ja? Auf dem Tisch nach Hause. Dann weißt du awesome Bescheid. Ich glaube, das ist richtig gute. Beste Bio-Qualität. Naja, die Hühner laufen ja noch hier rum. Ne? Also, ich glaube, das ist heute Morgen auch noch gelaufen. Ja, klar. Die haben uns kommen gehört und haben sich schnell das Huhn gefreit. Ne? Ja, Leute, hier ist es. Ehrlich. Mmh. Ehrlich. Awesome. Echte Leute, echtes Essen. Ja, Leute, ich bin hier gerade durch so ein Wasserloch durch. Sascha ist ein bisschen hinter mir und vermisst mich sicher schon. Ich höre ihn in der Ferne. Hoffentlich sieht er das Loch früh genug. Coconut, 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 coconut.